Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die OG-Box von OG Benny Sun. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. OG von OG Benny Sun, das Ganze im Jahr 2016 erschienen. Soweit ich weiß, sein Debüt-Release und das Ganze direkt in Boxform rausgebracht. Wir haben hier eine Box in so einem dünnen Karton, in so einer dünnen Pappe. Ich bin jetzt nicht ganz so der Fan von diesen Boxen, weil die nicht allzu stabil sind, aber ich muss sagen, so vom, ja, wenn man betrachtet, dass es das Debüt-Release ist und dass das Ganze mehr oder weniger independent gemacht wurde, dann kann man darüber hinwegsehen. Wir haben ja auch schon leichte Gebrauchsspuren an meiner Box, die beim Versand damals entstanden sind, aber das ist natürlich kein Problem. Das verkrafte ich gerade noch. Wir haben hier auf der Vorderseite also ein Schild und dann haben wir das Logo von OG Benny Sun und zwar nämlich sein Kopf und dahinter zwei Mics. Es erinnert etwas an die Schrift von San Andreas, GTA und darunter noch OG, das ist ja der Albumtitel. Die Box in schwarz und weiß gehalten, auf der linken Seite auch wieder dieses Logo, erinnert sehr stark an das Raiders Logo. Rechte Seite ebenso. Oberseite blank schwarz, Unterseite ebenso und auf der Rückseite haben wir dann die Credits und einen Barcode inklusive eines Zitats. Du bist nicht mein Ziel, wenn ich dir gegenüberstehe, ich bettel diesen Mann im Spiegel, du stehst nur im Weg. Also das entnommen aus einem Song, ich weiß jetzt leider nicht genau, welcher Song das war, aber die Zeile kommt mir bekannt vor, als ich das Album durchgehört habe. Gute Line auf jeden Fall. Und dann schauen wir auch mal, was sich in der Box befindet. So, also, so sieht die Box von innen aus. Glatt weiß, machen das Ganze mal wieder zu. Geben die Box derweil zur Seite. Und wir sichten mal den Inhalt. Wir haben hier einmal ein Poster, eine riesen Autogrammkarte, einen Sticker und einen zweiten Sticker, ein Schlüsselband, ein T-Shirt und, es hat sich gerade so angefühlt, jawohl, in dem T-Shirt haben wir dann hier drei Tonträger. T-Shirt gehen wir mal zur Seite. Wir haben hier einmal die Instrumentals zum Album, dann die Untergrundchroniken und natürlich das Album an sich, OG. Wir haben hier noch einen Aufkleber, featuring Caris One und Ice-T. Also, hochkarätige Features, verspricht schon der Aufkleber. Nachdem das Ganze noch eingeschweißt ist, werden wir das mal öffnen. So. So sieht das Album aus. Wir haben hier den Interpreten vor einer Wand stehen. Oben relativ schwer zu lesen. Wir haben hier in grauer Schrift oben noch zu lesen, RZ Recordings präsentiert, OG Benny Sun, OG, schön gemacht. Auf der Rückseite haben wir dann auch hier wieder relativ schwer zu lesen, das Ganze dunkelgrau und die Schrift in schwarz gehalten. Wir haben hier 16 Tracks an der Zahl und wir haben Features von Chico, Sheik Malik, Caris One, Nadia, nochmals Nadia und Ice-T. Der Rest sind Solo-Tracks. Meine zwei Favoriten sind einmal Track Nummer 1, das Intro, und dann der Track, wo haben wir ihn? Track Nummer 8, Dues Gepaid. Also 8 und 1, meine absoluten Favoriten des Albums. Zwei Solo-Tracks. Dann haben wir hier auch wieder die Credits unter den Barcode und hier nochmal das Logo. Auf der Seite lesen wir OG Benny Sun OG. Gut, Polizei ist auch am Start. So, wenn wir das Booklet herausnehmen, dann haben wir hier wieder das Cover. Nochmals den Interpreten, der hier sehr grimmig reinschaut. Und dann haben wir hier die 16 Tracks aufgelistet, inklusive der Infos, wer daran beteiligt war. Sehr schön. Dann eine Riesencollage. Danke steht hier. Und das dürften diverse Fotos sein von
Benny San persönlich, beziehungsweise von Fans eventuell. Also jede Menge Fotos, Selfies etc. Dann hier einmal ein Foto der Interpret mit einer zweiten Version, die ich jetzt ehrlich gesagt nicht zuordnen kann. Und dann hier nochmal die Credits zum Album, To Be Continued. Gut, das sieht auch nice aus. Also eventuell, ja, kann man gut als Wendecover verwenden. Sieht gut aus. Ich werde es jetzt mal bei diesem belassen. Aber es freut mich immer, wenn man daran denkt. Also wenn es im Booklet dann auf der letzten Seite noch was gibt. Sieht schön aus. Ja, auf jeden Fall geeignet als Wendecover. Die CD haben wir hier. Auch diese in schwarz und weiß gehalten, beziehungsweise schwarz und grau. OG Benny San. Standard. Und dann haben wir hier hinten nochmals den guten Mann. Auch wieder hier. Eher böse, schauend. Und das Ganze wieder in schwarz-weiß gehalten. Gut, dann kommen wir zu den Instrumentals. Diese sind auf der Vorderseite blank-weiß, beziehungsweise ja, auf der Rückseite blank-weiß. Und hier lesen wir dann Instrumentals und hier dann auch nochmal die Tracklist. Also alle 16 Tracks hier nochmal aufgelistet. Das gefällt mir richtig gut. Hat so eine Vinyl-Optik, OG Instrumentals. Feier ich, also dass die CD nicht nur auf der Seite, sondern auch auf der Seite eingefärbt ist in schwarz und dass man hier auch wirklich diese Rillen hat. Feiere ich sehr diese Optik. Gefällt mir gut. Das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir die Bonus-CD, die Untergrundchroniken. Hier mal etwas Farbe, zumindest das Bandana in Farbe, in Rot. Wir haben hier keinerlei Infos, keine Tracklist. Schauen wir mal ganz kurz, vielleicht auf der CD. Nein, auch hier nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich kann nicht sagen, wie viele Tracks hier drauf sind, was hier oben ist. Keine Ahnung, muss ich mal reinhören. Aber mir gefällt alleine schon die Optik. Auch diese hier wieder in schwarz gehalten, in dieser Vinyl-Optik. Sieht richtig, richtig schön aus. Feier ich. Das Ganze auch wieder in einer Papphülle. Dann haben wir zwei Sticker. Einmal diesen Logo-Sticker OG Benny San im Hochformat. Und dann diesen hier, Unique Adaption im Querformat. Erinnert mich jetzt von dem Rot-Weiß-Grün hier etwas an diese eine Marke, auch wenn mir jetzt gerade nicht einfällt, wie sie heißt. Aeronautica Militär. Aber sieht schön aus, gefällt mir gut, der Sticker. Die Autogrammkarte, relativ unüblich, und zwar ist das so groß. Vom Format her, wir haben hier OG Benny San mit silbernem Stift unterschrieben. Noch eine Abbildung des guten Mannes. Aber es ist nicht so das Standard-Autogramm-Kartenformat, sondern etwas größer und auch etwas dünner. Also so ja, gestärktes Papier. Aber sieht schön aus. Kann man lassen. Ein Schlüsselband bzw. ein Lanyard. So sieht das aus. Also auf der Rückseite blank-weiß und auf der Vorderseite haben wir so eine Goldkettenoptik mit schwarzem Untergrund. Das hier leider nur in weiß gehalten. Hier zieht sich diese Optik, diese Goldkette nicht durch. Und der Verschluss ist aus Plastik. Ich feiere das immer mehr, wenn das Metall ist, aber rein von der Optik her gefällt mir das gut. Und dann haben wir auch noch ein Poster. Dieses einseitig bedruckt. Und dann haben wir hier einen, naja, kein Whole Train, aber zumindest eins, ja, zwei Whole Cars. Und zwar lesen wir hier Stuggy Town Bronx. Gibt es hier auch einen Track dazu. Und hier oben rechts haben wir noch das Logo, OG Benny San. Nachdem OG Benny San meines Wissens ja auch relativ ja, viel in der Materie drin ist, so generell Sprayen, Taggen etc., könnte ich mir auch gut vorstellen. Gut, Polizei schon wieder am Start. Könnte ich mir natürlich gut vorstellen, dass er diesen Zug hier gemalt hat. Wird er natürlich jetzt so offen nicht zugeben, aber sieht auf jeden Fall schön aus. Gefällt mir gut. Also der, diejenige, die das hier gemalt hat, versteht auf jeden Fall ihr Handwerk. Schön.
gibt auch einen Track auf dem Album, wenn es nicht dazu sogar ein Video gibt, der da heißt Deine Mutter schüttelt meine Dosen. Also alleine schon für den Titel, ja, von mir eine Empfehlung. Der Titel ist echt sehr, sehr gelungen. Musste ich sehr lachen, als ich den das erste Mal gelesen habe. Und dann haben wir als letzten Inhalt der Box noch ein T-Shirt. Hier haben wir wieder das Logo OG Benny San. Wie gesagt, mich erinnert sehr stark an das Raiders Logo. Aber das ist natürlich meine persönliche Meinung. Neckprint haben wir keinen. Das T-Shirt in schwarz und weiß gehalten. Und wir haben es zu tun mit einem Gildan Heavy Cotton. In der Größe, wo haben wir es? XL, das ist ungewöhnlich. Das hat er aber damals auch angekündigt. Also, dass alle Leute immer L reinpacken und er etwas stärker ist. Deswegen ein XL. Und das Ganze 100% Baumwolle. Gut, schauen wir es nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben das schwarze T-Shirt mit dem weißen Aufdruck. OG Benny San. Das Logo kennt ihr bereits. Der Kopf dahinter, die zwei Mics. Das Ganze hier in dieser Schildform. OG Benny, der Schriftzug hier mit dem verlaufenden, mit den Farben, also als wäre es irgendwie frisch aufgesprüht worden. Und hier das San in dieser GTA San Andreas Schrift. Gefällt mir echt gut, kann man durchaus anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dieses Poster im Querformat einseitig bedruckt. Dann dieses Schlüsselband in der Goldkettenoptik. Diese überdimensionierte Autogrammkarte, die beiden Sticker einmal im Hochformat, einmal im Querformat, das Bonusmaterial, die Bonus-CD, die Untergrundchroniken, die Instrumentals zum Album und natürlich das Album OG an sich. Das alles in dieser wunderbaren Box OG von OG Benny San. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr OG Benny San unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.